Wien, die Hauptstadt Österreichs mit mehr als 1,9 Millionen Einwohnern und laut Umfragen eine der lebenswertesten Städte der Welt. Hier sind David und Dominik von der Berufsrettung tagtäglich unterwegs, um kranken und verletzten Menschen zu helfen. Für mich ist es auf jeden Fall mein Traumberuf. Er ist abwechslungsreich, spannend und bietet Tag für Tag etwas Neues. Wien ist die zweitgrößte deutschsprachige Stadt hinter Berlin. Also wir sind wirklich eine Millionenstadt. So groß wie die Stadt selber ist, so bunt ist auch die Bevölkerung und all ihre Bevölkerungsschichten. Und es ist einfach jedes Mal spannend zu sehen, was alles so in dieser Stadt passiert. Und hier passiert viel. Kurz nach Dienstbeginn der erste Notruf. Also wir fahren jetzt auf die Donauinsel. Dort dürfte eine Dame oder ein Herr gestürzt sein mit dem E-Scooter. Angeblich ist er oder sie bewusstlos eingetrübt und sehr blass. Es ist ein schwerer Sturzverlauf und der Notarzthubschrauber ist mit uns mit alarmiert, zumindest laut unserem Beitext. Genaueres werden wir dann auch erst vor Ort erfahren. Ja. Bei der Anfahrt müssen sich David und Dominik voll auf den hektischen Großstadtverkehr konzentrieren. Ja, das passiert leider öfter. Also im Straßenverkehr muss man halt sehr... Verkehrsteilnehmer sind wirklich manchmal schwierig zu behandeln. Da muss man sehr vorausschauend fahren. Deswegen ist es auch immer gut, dass wir auch zu zweit vorne den Straßenverlauf oder den Straßenverkehr generell wahrnehmen, weil vier Augen doch mehr sehen als zwei. Ich glaube, die jahrelange Erfahrung lässt einen dann damit relativ gut umgehen. Nach 7 Minuten Fahrt kommen David und Dominik am Donauufer an. In der Luft ein Rettungshubschrauber, der auf Anweisungen wartet. Ja, wir sind gerade am Berufungsort eingetroffen. So, ich halte Ihnen nur Ihren Kopf, ja? Grüß Gott, hallo. Bitte, was ist passiert? David hält den Piloten des Rettungshubschraubers per Funk auf dem Laufenden. Nur bei schwereren Verletzungen würde der Hubschrauber landen. Ja, wir sind gerade im Primary Assessment. Ich melde mich gleich in Kürze, ob es notwendig ist mit der Landung. Gut. Sie sind jetzt gestürzt gerade, gell? Ja? Okay. Ganz kurz einmal tief Luft holen. David überprüft, ob der Mann frei atmen kann. Bei einem schweren Sturz könnte die Lunge verletzt sein. Okay. Und Sie sind jetzt mit dem Roller gestürzt, oder wie? Wo sind Sie draufgefallen irgendwo? Der Mann ist nicht in der Lage zu antworten. Ein Badegast hat den Sturz beobachtet. Vor ca. 30 Minuten ist der Mann bei Kaisermühlen bei der Abfahrt zum Restaurant in der Kurve gestürzt. Und ja, zwei Damen, die dort gelegen sind, unmittelbar haben sofort hingestürmt und haben geholfen, einen Eiswürfel geholt. Nur der junge Mann hat dann beschlossen, weiterzufahren. Und ja, nach ca. 20, 30 Minuten habe ich ihn wieder mit dem Fahrrad eingeholt. Und hat dann beschlossen, weil er gerade weiß war und grün war, die Rettung zu rufen. Der Arm tut weh. Auf den Arm sind sie gefallen. Okay, lass ganz ruhig locker. Arm? Okay, gut. Spüren Sie alles, ja? Können Sie Ihre Beine bewegen? Können Sie Ihre Beine bewegen? Ja, ja. Die Zehen bewegen, Zehen, unten. Können Sie alles bewegen? Ja, nochmal. Okay. Christophorus 9 für Zentrale 1. Guten Kopf, kannst du loslassen, danke, ja. Ja, ist ein Storno für euch, dankeschön. Der Rettungshubschrauber ist natürlich eine geeignete Ressource, um relativ schnell in ganz Wien die Patientinnen von dem Unfallort oder vom Berufungsort zur Klinik zu bringen. Natürlich geeignet oder beziehungsweise am meisten Sinn macht es, wenn natürlich der Schweregrad sehr hoch ist, beziehungsweise auch Wirbelsäulenverletzungen zu vermuten sind, nachdem der Transport über die Luft wesentlich schonender ist als ein bodengebundener Transport. Was in dem Fall aber auszuschließen war, er hat in der Wirbelsäule keine Schmerzen gehabt, er hat keine neurologischen Ausfälle gehabt. Deshalb bringen David und Dominik den Mann ins Krankenhaus. Doch zuerst muss er schonend in den Rettungswagen. Wir werden uns das wegen dem Arm natürlich genauer anschauen. Dafür legen wir sie jetzt in eine Schiene hinein, in eine große Schiene. Ja, da werden wir sie ein bisschen zusammenpacken, damit das Ganze auch nicht mehr wehtut. Also wir schienen ihren gesamten Körper. Okay? Ja, und dann bekommen sie etwas gegen die Schmerzen von mir. Ja. Wir werden schauen, dass wir es jetzt mit gemeinsam hinaufstehen. Glauben Sie, schaffen wir das, dass wir gemeinsam auf die Trage gehen? Ja? Ja? Schaffen wir das? Okay. Hätten Dominik und David Verletzungen an den Beinen festgestellt, dürfte der Mann nicht auftreten.
Genau, sehr gut. Da können Sie sich jetzt dann drauflegen. Ja? Das lassen Sie ganz locker, weil wir schienen nämlich Ihren Arm jetzt mit. Ja? Okay? Den rechten Arm schiene ich beabsichtigt mit. Ja? Muss das nur ein bisschen festmachen. Ja? So, den linken Arm wieder ein bisschen raufgeben. Sehr gut, machen Sie das. Sehr gut. Ja? Gemeinsam. Eins, zwei, drei. Passt. Die 21 Kilometer lange Donauinsel ist ein beliebtes Naherholungsgebiet für Wiener und Touristen. Immer wieder kommt es hier zu Unfällen von E-Scooter-Fahrern. So stark die Schmerzen, starke Schmerzen. Wir geben Ihnen jetzt etwas gegen die Schmerzen, okay? Ja? Wie stark sind die Schmerzen jetzt, so wie sie jetzt liegen? Ja. Wie stark? 1 bis 10. 10 ist ganz schlimm und 1 ist okay. Hand 10. Okay. Also wir haben eine Sprachbarriere gehabt. Der Herr hat aber trotzdem, wenn man ruhig mit dem Patienten gesprochen hat, doch die Fragen adäquat beantworten können, die uns auch primär sehr interessiert haben. Verletzungsgrade konnte man natürlich aufgrund von den Schmerzen und wo auch hingezeigt hat, relativ gut eruieren. Alles Weitere wird sich dann auch das Krankenhaus darum kümmern. Die Fahrt dorthin soll besonders schonend sein. Wir schienen jetzt nur Ihren Körper, okay? Das liegt nur daran, dass die Hand auf der rechten Seite verletzt ist, ja? Und wir können die Hand so mit Ihrem Körper am besten schienen, ja? Und das geht so. Die Vakuummatratze ist für uns das beste Tool zu einer Ganzkörperimmobilisierung. Die kommt bei uns zum Einsatz, wenn wir den Verdacht eines Polytraumas haben, dass zum Beispiel mehrere Körperstellen betroffen sein könnten nach einem Trauma. Becken, Oberschenkel, Hals, beziehungsweise auch bei Oberarmfrakturen. Es ist ein simples, leichtes Mittel anzuwenden, um Patienten immobilisieren zu können. Mit der Luftpumpe zieht Dominik die Luft aus der mit Styroporkügelchen gefüllten Matratze. Durch den Unterdruck werden die Kügelchen fest aneinander gepresst und stabilisieren den Körper. Passt, danke. Sie bekommen jetzt eine Nadel, okay? Ist ein kleiner Stich, ja? Mhm. Achtung, kurzer Stich, ja? Eins, zwei, drei. In Wien kümmern sich David und Dominik von der Berufsrettung um einen Patienten, der von einem E-Roller gestürzt ist. Gegen die Schmerzen gibt es erstmal Paracetamol und dann kümmern sich die beiden um die Schürfwunden. Und einen Topper bräuchte ich bitte und einen Verband, damit wir da den Ellbogen noch kurz zumachen können. Ja. Mhm. Para bei dir. Danke. Für die Klinik braucht David noch die Daten des Patienten. Geburtsdatum? Gestern. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute im Nachhinein. Und zum Glück sind die Verletzungen nach dem Sturz nicht bedrohlich. Also es hat sich herausgestellt nach der ersten Untersuchung, dass der Patient sich vermutlich in keinem kritischen Zustand befindet, hat starke Schmerzen im rechten Oberarm. Wir gehen mal davon aus, dass der Oberarm gebrochen ist. Gespürt haben wir es jetzt nicht, aber das wird erst das Röntgen zeigen. So haben wir den Notarzt-Hubschrauber auch stornieren können, weil von der Versorgung her haben wir ihn stabilisieren können, Schmerzmittel haben wir ihm geben können. Und jetzt fahren wir auf eine ganz normale Unfallambulanz, da das Verletzungsmuster eher gering ist. Zum Glück ist nichts passiert. Auf dein Kommando! Jederzeit. Jederzeit, verstanden? Ja, verstanden. Wenn Ihnen schlecht wird, okay, übel, dann bitte sagen Sie es mir, ja? Nach 6 Minuten sind Sie in der Krankenhausnotaufnahme. In weiterer Folge ist es halt so, dass er dann eine unfallchirurgische Begutachtung bekommt von einem Unfallchirurgen und in weiterer Folge dann die eventuell notwendigen Röntgen bekommt, um halt Verletzungen dann zu definieren bzw. festzustellen. Dominik und David liefern den Mann ab und müssen sofort weiter. Dennoch in der Notaufnahme hat sich die Leitstelle mit dem nächsten Einsatz gemeldet. Also es geht für uns jetzt gleich weiter. Vom Donauspital weg in den zweiten Bezirk in den Prater, ins sogenannte Schweizerhaus. Dort ist eine 62-jährige Dame kollabiert bzw. zusammengebrochen. Näheres wissen wir auch noch nicht. Da müssen wir dann schauen, was uns vor Ort erwartet. Ja. Aber es kann natürlich vieles sein, dass jemand einfach dehydriert ist bzw. zu wenig getrunken hat.
oder zu viel. Es geht in den sogenannten Würstelprater. Das ist der Vergnügungspark im nordwestlichen Teil des Praters. Nach 11 Minuten erreichen die beiden das Schweizer Haus, ein Traditionslokal mit Biergarten. Nimmst du Sauerstoff und Rucksack? Ja. Eine Mitarbeiterin des Lokals erwartet die beiden bereits. Grüß Gott, hallo. Sie haben die Rettung gerufen, oder? Das Achtung-Kontrolle-Team darf nicht mit in die Gaststätte. Davids Eindruck? Die Patientin hat sich zumindest zu uns im klinischen Eindruck zuerst relativ stabil präsentiert. Sie ist bei den Toiletten ist sie unten am Boden gesessen, ja, hat schon erbrochen gehabt und hat aber, wie wir eingetroffen sind, über keine Schmerzen geklagt. Der Schwindel ist reduziert gewesen und sie hat auch nicht mehr erbrochen. Der aktuelle Stand ist, es handelt sich um einen Kollaps einer Dame, vom ersten Eindruck her nicht kritisch. Und die nähere Untersuchung wird dann im Fahrzeug stattfinden, EKG etc. So, jetzt holen wir die Patientin und schauen dann im Auto. Wir werden bei Ihnen jetzt noch ein EKG schreiben, habe ich Ihnen eh gesagt. Ja, wir werden uns das Herz jetzt noch mal anschauen. Das EKG soll zeigen, ob die Frau Herzprobleme hat. Nachdem im Schweizer Haus doch relativ ein großer Anlauf ist, haben wir das dann in einem geschlossenen Raum bei uns im Rettungsfahrzeug gemacht, nachdem sie jetzt initial sehr stabil gewirkt hat. Sie haben mich wieder erfangen. Sie haben sich wieder erfangen. Auch wenn es der Frau besser geht, nach Hause kann sie nicht. Ich schmeiße hier wieder an, gell? Jetzt von der Gesamtuntersuchung her ist die Patientin im Großen und Ganzen stabil. Die Vitalwerte sind unauffällig, das EKG ist unauffällig. Aber so vom äußeren Erscheinungsbild haben sowohl der David als auch ich eher dazu angeraten, dass wir in ein Krankenhaus fahren zur weiteren Abklärung, weil uns das Gesamtbild nicht so ganz koscher vorkommt. Und ich glaube, es ist für die Patientin einfach besser so. Und deswegen fahren wir jetzt in die nahegelegene Rudolf-Stiftung. Es sind ca. 3 Minuten oder 4 Minuten Fahrt. Und weitere Abklärung per Blutuntersuchung dann im Krankenhaus. Wie gesagt, nochmal, wenn sich irgendetwas verschlechtert, sagen Sie einfach Bescheid. Ja? Auf dein Kommando! Jederzeit! Verstanden! Während der Fahrt Richtung Krankenhaus fällt David auf, dass doch etwas nicht stimmt. Wie gesagt, wenn Ihnen schlecht wird, bitte einfach sagen, ja. Fangt schon. Es wird bald. Es wird bald? Okay. Auf solche Situationen sind die Sanitäter vorbereitet. Ich gebe Ihnen zur Not ein bisschen ein Sackerl auf der Seite, ja? Hier, das gebe ich Ihnen in die Hand. Und ich richte den Körper ganz kurz ein bisschen auf. Das war super, aber dann. So besser vielleicht? Das ist besser. Ja. Beim Liegen ist noch schlechter, gell? Ja. Okay. Aber auch das Aufrichten hilft nicht. Die Patientin muss sich übergeben. Ich gebe Ihnen gleich ein bisschen was zum Abwischen, gell? Geht das so? David hat eine Vermutung, warum es der Frau so schlecht geht. Nein, das kommt wirklich öfter vor, dass Patientinnen das verkehrte Liegen im Rettungsfahrzeug, gerade auch in einem etwas geschlossenen Raum, wo man jetzt nicht nach hinausschauen kann oder auch nicht die Fahrtrichtung sehen kann, dass einem da tendenziell schlechter wird. Also das kommt wirklich öfter vor. Ja. David will sich trotzdem vergewissern, ob keine andere Ursache hinter dem Erbrechen steckt. Aber den Schwindel haben Sie jetzt nicht. Glauben Sie, dass von der Autofahrt jetzt ist? Ja? Nein. Vom verkehrt Liegen? Wie angekündigt, sind sie nach 4 Minuten im Rudolf-Stift. Magst du einen Sessel haben? Wir laden aus und dann drinnen werden wir uns auf einen Sessel setzen. Ja. So. Die Arme. Während der Fahrt dann noch. Okay. Noch ein bisschen. Ich hoffe nicht, dass es am Fahrstil lag. Sie können es mir ehrlich sagen. Nein, es war schon ein bisschen schlecht. Okay. Ja, und das verkehrt liegen, das ist ja doch.
Warum die Frau kollabiert ist, klären jetzt die Ärzte im Krankenhaus. Hier ist sie in guten Händen.